Oh, super. So, jetzt so schnell wie möglich da lang. Na komm schon. Kappa, das schaffst du. Hat das was gebracht? Ich bin mir da nicht so sicher. Das leuchtet nicht. Okay. Okay, das nervt jetzt ein bisschen. Hat aber geklappt, okay. Das bedeutet, es geht hier weiter. Kann ich diese Sporen irgendwie weghauen? Tun dem offensichtlich nicht gut. Nee, kann ich nicht. Okay, schade, schade, schade. Das muss ich aber so schnell wie möglich zurück mir nochmal. Ich habe nämlich das Gefühl, dass, dass dieses Schnäuzen dem so nicht gut tut, den kleinen... Hallo, ich hab doch... Ah, hier sind noch ein paar Blumen. Kann ich die Knospen alle aufmachen? Nee, ich kann nur eine aufmachen. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte alle Knospen aufmachen. Na gut. Okay. Kann ich nichts machen. Ich glaube, hier kann ich auch nichts machen. Ah, das ist so schade. Es wäre schön, wenn ich das alles so befreien könnte. Das liegt mir gerade so ein bisschen auf dem Herzen. Aber wie man sieht, kann ich da nicht viel machen. Schade, schade, schade. Auch diese rote Atmosphäre gefällt mir nicht so. Natürlich so als Gameplay-Element, klar, wenn es die bedrückende Stelle sein soll, ist das natürlich... Okay, hier muss ich erstmal... Das da wird es wahrscheinlich sein. Da muss ich nochmal gucken, wo ich... Blumen finde. Es gefällt mir nicht, dass der hier ständig am Niesen ist. Das macht er ja nicht umsonst. Unser kleiner Kappa. Hm? Bubi, machst du super. Also auf jeden Fall ganz lieber. Wunderbar. So, ich glaube nämlich, ich weiß, wie ich das von dem roten Dunst befreien kann. Ja, da musst du jetzt durch. Aber das schaffst du. Jawohl.
Und Brooding Darkness. Ja, schön, weg damit. Oh, sie haben es wieder drin. Okay. Die Frage ist, wo? Die Frage ist, wo haben sie es drin? Wo haben sie es drin? Kann natürlich sein, dass sie es oben irgendwo haben. Na komm. Jetzt hier hoch. Das Ding müsste gleich anfangen zu leuchten. Hier. Bitteschön, mein Lieber. So. Mein lieber Wanderer. Nein, ich habe so viele Menschen vergessen. Wo? Warum ist das der letzte? Och, das ist... Oh, wie kann ich denn so viel vergessen haben? Also wenn das wirklich der letzte ist, dann habe ich aber echt was vergessen. Da ist die Frage, wie mache ich das? Mache ich das nochmal dann privat? Oder... vielleicht mal im Stream? Oder wollen wir das als Zusatz-Let's Play nochmal hinten dran hängen? Das könnt ihr natürlich mitentscheiden. Aber dass ich da so viele Menschen vergessen habe, so viele Stöckchen, nee, das hat unser Kappa nicht verdient. Das kann ich so natürlich nicht durchgehen lassen. Ich glaube aber, ich weiß, wo ich da einige Sachen vergessen habe. Dann müsste ich da nochmal zurück auf diese große Weidefläche. Ich glaube, da liegt noch einiges. Ich bin aber schon so weit gekommen. Nee, ich gehe jetzt hier einfach durch. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich habe so das Gefühl, dass ich hier genau richtig bin. Ja. Nein, ich hätte da vielleicht drüber springen können. Ich will auf jeden Fall nochmal ganz groß zurück. Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, ich will dem nicht wehtun, aber irgendwo muss man dann auch schon mal ein bisschen... Ich habe hier doch alles abgesucht. Ah, hier kann ich nicht lang. Na toll. Ich dachte, ich könnte super abkürzen. Aber das wundert mich eigentlich. Ja, ich weiß, dass ich da nicht lang soll. Hier ist auch noch irgendwas. Das gefällt mir alles nicht so. Dass ich hier noch so viele Stöckchen vergessen habe. Dass die so extrem versteckt haben, das ist dann schon doch ein bisschen verwunderlich. Zumal ich jetzt glaube, dass ich nicht unbedingt hier durchgerannt bin und nichts abgeguckt habe. Ich bin wirklich in knapp jede Ecke gelaufen. Und hab überall versucht, irgendwo hinzurennen. Hier ist ja auch nichts. Das ist ja das Problem. Dann kann ich nur gucken oder denken, dass hier noch irgendwas liegt. Unser Kappa ist ein bisschen ent... erschöpft, meine ich. Aber ich habe so das Gefühl... Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier was vergessen habe.
Ich meine, ich habe ja bis hierhin habe ich alles abgesucht. Das bedeutet, ich guck mal, vielleicht kann ich da vorne einfach nur nicht bis zur Wand und muss da hier außen rum durch. Hab aber hier noch irgendwie die Chance, das ein oder andere Stöckchen zu finden. Ich meine, es ist ja nicht so, als würde ich nichts abklappern. Ich meine, ihr seht ja, wie ich mich hier durchglitsche. Bis eine fremde Wand dann kommt und mich runterschmeißt, genau wie jetzt. Von daher ist es jetzt nicht so, als könnte man sagen, ich würde mir keine Mühe geben. Okay. Hier habe ich jetzt so nichts gesehen. Aber mit diesem roten Schleier ist natürlich auch ein bisschen schwierig, was auf längere Sicht zu erkennen. Oder muss ich hier sowieso nochmal zurück? Das sieht für mich so aus, als müsste ich was aktivieren und dann eh nochmal hierher. Aha. Nimmst du das bitte? Danke. Braver, braver Kappa. Wer ist ein braver Kappa? Ja, du bist ein braver Kappa. Super, haben wir schon mal eingefunden. Bitteschön, Meister. Und das war jetzt Mensch Nummer. Okay. Habe ich doch gar nicht so viele vergessen. Also ich denke mal, 3 Stück aktuell. Und wir sind noch nicht fertig. Das ist okay. Jetzt gehe ich hier lang und gucke, ob ich noch einen finde. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Gibt sonst nichts. Hier oben gibt es auch nichts. Na gut, wäre auch wunderlich, wenn die so nah beieinander sein würden. Aber vielleicht gibt es hier oben noch irgendwas. Also hier hoch glaube ich nicht, dass ich da gehen kann. Aber trotzdem, ich habe noch nicht alle entdeckt. Ich war mit ein paar Künstlerfehlern, kann ich leben, sage ich ganz ehrlich. Das ist nicht so tragisch. Da mache ich mich jetzt nicht so verrückt. Aber 4 Stück waren mir persönlich dann doch zu viel. So, weitere Optionen. Belohnungen. Och man, ich dachte, ich könnte... Ich will aber trotzdem nochmal den roten Kappa haben. Ja, 40 Minuten mit dem weißen Fell rumlaufen ist in Ordnung. Kann man mal machen. Okay, wenn euch irgendwo was einfällt, wo ich noch nicht, was ich vielleicht übersehen habe, natürlich könnt ihr es in die Kommentare hauen. Wenn ihr nichts findet, ist es auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich gebe mir einfach Mühe, alles beim ersten Mal zu finden, ohne im Internet nachzugucken, einfach so selbst zu playen. Und von daher bin ich aber eigentlich ganz zufrieden. So wie es gelaufen ist. Das mit den Wellen wundert mich. Die habe ich nämlich schon länger nicht mehr aktiviert. Die Frage ist, wie? Was sind die Wellen? Die Menschen sind ja relativ offensichtlich. Wundert mich trotzdem, dass es hier keine Menschen gibt. Es
so ein bisschen. Das hat doch irgendwas damit zu tun. Ich hab doch... Ich bin mir nicht so ganz sicher. Naja, mal gucken. Dass das hier aussieht wie ein Tor, was man aktivieren kann, stört mich auch so ein bisschen. Ansonsten habe ich hier nichts gesehen. Ich meine, ich kann hier nochmal prüfeshalber nochmal eine Tour machen. Aber ich habe jetzt hier so offensichtlich nichts gesehen. Wenn es nicht richtig mies versteckt war. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das was mit denen ist, aber dafür gibt es zu viele. Also bei den Skeletten. Dafür gäbe es dann aber auch, ja, von den Skeletten zu viele dafür, dass man die auch benutzen kann. Hier ist auch nichts drin. Nö. Hm. Hier bei diesen Teilen habe ich auch schon mehr als ausgiebig nachgeguckt. Ich gucke einfach nochmal in Ruhe. Wie gesagt, ist ja jetzt kein ist ja kein Walkthrough. Das ist ja ein klassisches Let's Play. Die übrigens so Stück für Stück so ein bisschen am Aussterben sind, was ich so ein bisschen schade finde. Aber ich kann natürlich auch Leute verstehen, die sagen, sie wollen lieber Streams haben oder Walkthroughs, weil es immer weniger Menschen gibt, die sich wirklich mal ein Let's Play antun wollen. Sondern die wollen einfach nur innerhalb von 10 Minuten das Wichtigste vom Game zusammengefasst. Oder halt irgendwie, keine Ahnung, ja, das ist ein bisschen schade, dass man sich nicht mehr die Zeit nimmt für die Spiele. Sondern sagt, ich will jetzt die Tipps haben, ich will jetzt wissen, wie es geht. Und wenn ich weiß, wie es geht, kann der Typ mich am Arsch lecken. Und das ist so an sich nicht gut. Das ist nicht nett. Vor allem muss ich sagen, hier habe ich nicht so das Gefühl, dass hier ein Walkthrough, das, ich weiß nicht, das wird dem Spiel nicht gerecht. Das Spiel ist schön, das Spiel ist toll, die Musik ist super, die Atmosphäre ist toll, unser Kappa ist toll und daher muss ich dann auch gestehen, glaube nicht, dass dieser Walkthrough, dass ein Walkthrough unserem Kappa gerecht sein würde, indem ich jetzt einfach nur rumlaufe und irgendwie immer so die 30 Sekunden, wie heißt die 30 Sekunden zusammenschnippeln würde, wo ich halt zum Beispiel ein Stöckchen finde oder ein Rätsel löse, den Rest im Schnelldurchlauf vorspule und so weiter und so fort. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, das wird nicht so toll. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal weiter. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich will jetzt auch nicht ewig in 3 Tage hier in dieser Ebene rumeiern, nur damit ich irgendwie noch ein Stöckchen finden kann. Sondern ich will weitermachen, will mal gucken, wie weit mich das Spiel noch führt. So, tief Luft holen, kurz die Luft anhalten. Schade, dass man das nicht loswerden kann hier. Das wäre schön, wenn man das rote, die roten Sporen so ein bisschen loswerden könnte. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass hier, je weiter ich in das rote Gebiet eindringe, desto weniger Seelen sind zu finden. Da hinten gab es eine, das war die letzte. Ich kann nur gucken, dass es hier noch was gibt. So, dass man sagt, das hier ist die letzte, aber hier lang muss ich.
So, jetzt kann ich mich hier in Ruhe nochmal umgucken. Ah, hier ist ein Stückchen. Die Frage ist nur, wo finde ich den Besitzer? Der reagiert noch nicht. Die Frage ist, reagiert er hier unten oder reagiert er hier oben? Nein! Ach, das wollte ich nicht. Entschuldige, Kappa. Warte mal, aber da kann ich mir doch bestimmt noch ein paar Blümchen holen. Ah, nee. Na, ist egal. Ich habe hier noch ein Stöckchen, das ist super. Versuche diesen Sporen nicht zu nahe zu treten. Aber ich glaube, das kann ich nur noch begrenzt, weil ich habe das Gefühl, dass ich mich immer tiefer... Ist das einer? Nee. Gut, wäre ja sinnlos, weil der Stab ja reagieren würde. Warum reagiert der Stab nicht? Hier könnte doch. Das war so ein offensichtlicher Weg. Diese roten Sporen gefallen mir nicht. Von da kam ich. Normalerweise sind die immer so ein bisschen in der Nähe. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen verwundert. Weil ich das Stöckchen da gefunden habe, bin ich ein bisschen verwundert darüber, dass ich hier in der Nähe nichts finde. Komme ich hier auch wieder raus? Ja, super. Na gut, Stöckchen leuchtet auch nicht, von daher... Warte mal. Nee, okay. Hier war doch der andere. So weit zurück muss ich nicht. Der hat sein Stöckchen. Aber wenn das der letzte Mensch gewesen ist, ist die Frage, muss ich das vielleicht... Aber ich habe auch keinen Menschen auf dem Weg hierher gefunden. Daher ist die Frage, wie mache ich das? Lege ich das ab, hole mir irgendwo nochmal eine Ladung Dingsbums und mache hier das Rote frei? Kann ich das überhaupt frei machen? Macht das Sinn? Fetch. Fang. Oh, schön. Okay, die Errungenschaft ist cool. Das hat sich gelohnt für die Errungenschaft. Trotzdem bin ich nicht ganz so sicher. Weißt du was? Den lege ich mal ganz kurz hier ab. Dann will ich mal was testen. Na, es frisst jetzt ein bisschen Zeit, so ist es aber. So. Stöckchen mitnehmen. Wunderbar. Supi. Einfach durchrennen. Hm. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, wo ich dieses Stöckchen hinbringen kann. Also ich wollte ja was testen. Nee, jetzt muss ich anders machen. Jetzt muss ich hier ablegen. Hat nichts gebracht. Okay, ich dachte, ich könnte irgendwas triggern. Na gut. Ich dachte, das würde dann verschwinden und da würde dann so ein Wanderer oder so auftauchen. Aber dem ist leider
Okay. Nee, okay. Ich dachte schon. Ich habe gedacht, da könnte man irgendwie rein. Da wäre dann was. Aber der gibt auch keine Ruhe, ne? Oh, doch hier. Ist hier oben? Ja. Super. Old Kompagnon, alter Verbündeter. Na gut, zwei Menschen habe ich nicht gefunden. Einiges an Wellen. Das mit den Waves weiß ich echt nicht, wie ich das machen soll. Da bin ich einfach, überfragt, weil ich nicht weiß, wie ich das triggern soll. Bis jetzt war das immer irgendwie so random und dann habe ich mal entschieden, okay, das könnten diese Talismane sein, die wir zum Speichern berühren. Die müssen wir, irgendwie richtig aktivieren. Aber nein, das müsste das sein. Weil wir müssen wissen ja, dass die Pflanze die liegenden Menschen, die Toten sozusagen, triggert. Das ist richtig. Das müsste eigentlich auch richtig sein. Ich meine, wir haben ja nur die Liegenden, die Arbeitenden und die Tanzenden. Und die Tanzenden sind ja mit dem Fuchs verbunden. Aber bevor das, bevor ich das mache, würde ich gerne hier nochmal diese Wandgemälde ausmalen. Oh, super. Schöne Stadt. Nein. Das da. War richtig. Supi. So, jetzt hole ich mir noch einmal eine Geistenergie. Werde das Gemälde da aktivieren. So. Muss man gucken, vielleicht mache ich das als Premiere, dass man mal auf YouTube was zu tun hat. Hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Die nächste Metropole. Ah, super. Super. Ja. Es wird langsam bläulich hier. Wunderbar. Okay, es wird gespeichert. Die Frage ist, was kann ich hier machen? Okay, schade. Ich dachte, ich könnte irgendwie die Fuchsstatue aktivieren, dass sie mal hier ein bisschen aufräumt. Aber scheinbar nicht. Was ich schade finde. Aber der Fuchs, die Statue ist cool. Die Statue sieht wunderschön aus. Ich würde sogar noch nicht mal sagen, dass sie irgendwas cool ist, sondern hier ist es einfach wunderschön. Und es ist einfach schick. Gut. Ist hier irgendwas, was ich noch triggern muss? Da oben geht es doch bestimmt irgendwo hin. Probiere hier mal was. Ich glaube zwar nicht. Na gut, dann halt nicht. Ich verstehe. Ich verstehe.
Azubi. Na komm. Hallo. Wozu gibt's denn die Blume hier überhaupt? Okay. Ich muss die Blume berühren. Na gut. Ist auch okay. So, das ist jetzt die Frage. Will ich hier schon irgendwas aktivieren? Wow! Ah, hat mich das erschreckt. Okay. Das ist jetzt die Frage. Wo ist der nächste Wanderer? Haben wir doch gar nicht so viel verpasst. Was ist hier drüben? So das Gefühl. Dass ich da lang, dass es da einen Wanderer gibt. Das bedeutet... Nein, wollte ich doch gar nicht. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Entschuldige, Kappa. So, ich weiß, du magst die roten Pollen nicht so sehr. Deswegen versuche ich auch nicht so stark durch die durchzudreschen. Geht das zu? Thank you.